Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy. Ja, ich will euch nicht länger auf die Schulter spannen. Ich bin in Limsaluminsa angekommen. Eine kleine Anmerkung hätte ich allerdings noch, bevor wir jetzt hier weitermachen. Und zwar habe ich gesehen, dass ich hier die Quest Schön ist nicht schön genug machen kann und die Quest Vergessene Agenda. Das sind zwei wichtige Quests, wo ich später noch brauche, um noch bestimmte Sachen damit machen zu können. Die werde ich dann, wenn wir hier durch sind, zwischendurch aufnehmen, werde das aber als Folge danach sozusagen oder als zwei Folgen, je nachdem wie lange es geht, es ausstrahlen. Das heißt, ich werde dann das hier und das in Gridania werde ich dann zusammenschneiden als eine Folge. Das nur schon mal als kleine Info vorab. Ja, wir sind jetzt hier bei Zantael und der soll uns ja jetzt irgendwo hinbringen, wo wir hin müssen. Bist du gekommen, um der Gedenkfeier beizuwohnen? Dann beeile dich. Ins Prunkgemach, okay. Eine Schlacht mit den Galeanen? Ja, da können wir uns zusammenschließen, mal, wie wir wollen. Die brechen uns das Kreuz. Genau, die fand ich gruselig. Ruhe! Hört her, stolzes Volk der Meere! Seht die mächtige Flagge des Mahlstroms und sagt mir, fühlt ihr keinen Stolz? Ach ja, ich muss hier wieder. Yeah! Jawoll! Hier seid ihr, in Limsaluminsa, wo die legendäre Galadion einst strandete und das euch zum sicheren Hafen wurde. 700 ruhmreiche bewegte Jahre, Kinder der Meere, geleitet von Lymlen, unserer göttlichen Lotsin, die uns von armen Fischern zu stolzen Herren der See erhob. Yay! Ruhm und Ehre, jawohl! Psst, sieh dir die Drachenbootflagge von Limsaluminsa an, dort hinter Admiral Melvib. Das Piratenschiff ist auf rotem Grund, wegen all dem Blut, das in Limsas wilder Vergangenheit geflossen ist. Die Flotte des Mahlstroms weiß diese Stadt wohl zu schützen, auch wenn uns immer neue Ausgeburten der Hölle bestürmen. Der Siebenhöllen steht da. Sogar Hilfiers Piraten haben wir dafür die Hand gereicht, als wir den Galearen vor 5 Jahren gegenüberstanden auf der Ebene von Carteno. Seite an Seite kämpften wir, Kinder der Meere, wir alle zusammen. Wir haben diese Brut zwar nicht ausgelöscht, aber gezeigt, wie Helden ihrem Ende begegnen. Mit Stolz und Freiheit. Lamentiert nicht, dass ihr sie verloren habt, sondern feiert ihr selbstloses Opfer. Selbstlos. Und doch denkt dabei jeder nur an die Seinen. Auch die wilden Stämme und die Galea sind selbstlos. Für ihr eigenes Volk. 5 Jahre lang haben wir diese Stadt wieder aufgebaut. Die Katastrophe hat viel zerstört und noch immer sieht man Spuren davon. Aber wenn ich von hoch oben den Blick über Limsaluminsa schweifen lasse, dann sehe ich, wir haben das Wrack wieder flott gekriegt. Wie damals die Galadion. Nein, besser noch. Aber einige Widersacher beschießen unsere stolze Galeone mit Enterhaken. Die Sahagin kommen an Land gekrochen und suchen fette Beute für ihren Leviathan. Die Flossenbrut, diese glitschigen Hunde! Das darf doch nicht sein! Und damit nicht genug.
Aus ihren Minen in Ogomoro spähen die Kobolde und glauben, dass ihr Titan sie beschützt. Diese Wilden sind eine Gefahr und ein Hindernis für unsere Zukunft. Ganz zu schweigen von den hartnäckigen Garlean. Dieser Abschaum baut uns eine Festung nach der anderen vor die Nase. Eine Frage von wenigen Monden, bis sie uns angreifen. Von drei Feinden sind wir umgeben, Limsa. Und dazu noch ausgelaugt durch den Kampf gegen die Piraterie. Wir sind mitten im Auge des Sturms. Und nur ein Kurs führt uns in stillere Gewässer. Die Wilden vertreiben und die Galear in die sieben Höllen schicken. Das ist der einzige Weg. Doch wir können ihn nicht alleine gehen. Nicht in dieser Lage. Der Mahlstrom braucht Hilfe. Zu Land und zu Wasser. Ihr alle, Freibeuter, Räder oder Abenteurer, schließt euch uns an und wir werden diese Plage vernichten. Seht auf zu der scharlachroten Flagge, Kinder der See. Wir sind frei wie die Winde, die uns auf ihren Schwingen tragen. Und frei werden wir bleiben. Vereinen wir die Kräfte. Und niemand wird uns mehr einzuschränken wagen. Der Admiral lebe hoch! Helmet! Wo ist meine Mannschaft? Das ist ein Teufelsweib! Ja, wir zeigen's diesem Abschaum! Ah, so sehen wir uns wieder. Grins. Wie Merlwip schon richtig bemerkt hat, bedrohen zwei wilde Stämme und ihre Primae die Existenz Limsa Luminsas. Zum einen die Sahagin mit ihren Primae Leviathan. Zum anderen die Kobolde mit ihrem Primae Titan. Limsa Luminsa ist ein höchst instabiler Staat. Zusätzlich zu den wilden Stämmen gibt es in der Umgebung einige Stützpunkte des Galaischen Kaiserreichs. Außerdem sind sich die verschiedenen Piratengruppierungen alles andere als einig. Die Führung Limsas ist mit all den Problemen und Bedrohungen überfordert und kann nur notdürftige Gegenmaßnahmen ergreifen. An einen befreienden Rückschlag ist kaum zu denken. Damit Limsa Luminsa gegen die Galaea vorgehen kann, müssen erst die Piraten unter Kontrolle gebracht und die wilden Stämme befriedet werden. Ich habe gerade was anderes gelesen. Der Mahlstrom wird also verstärkt gegen die wilden Stämme vorgehen, was ein äußerst blutiges Unterfangen werden dürfte. Jemand mit deinen Fähigkeiten ist da natürlich hoch willkommen. Der Mahlstrom wird froh sein, wenn du ihm beitrittst. Hast du dich denn von der Rede angesprochen gefühlt? Ich hatte den Eindruck, dass sie geradezu auf dich zugeschnitten war. Eigentlich nicht. Ja. Das war mein Ernst. Also ich habe mich nicht so wirklich angesprochen gefühlt. Ich bin zwar in Limsa Luminsa ja, geboren worden sozusagen. Also ich bin hier groß geworden. Ich sehe auch so ein bisschen piratisch aus aktuell. Aber mein Herz ist irgendwie immer noch in Cridania. Zumal ich ja keine Piratin bin, sondern ich bin eine Hermetikerin. Und ich bin halt magisch veranlagt und... Und ich muss mir jetzt echt erstmal anhören, was Cridania zu dem Ganzen zu sagen hat.
Bis gleich. So, dann wollen wir mal los. Mein Sohn war damals auch dabei. Die Saatseher. Alle drei sind erschienen. Man soll ja bei jedem Schritt über Leichen gestolpert sein. Vor langer Zeit, 500 Jahre ist es her. Aus Furcht vor den Gebietern des Waldes verbargen wir uns in dunklen Höhlen, bis sie uns schließlich erlaubten, im Wald unsere Heimat zu gründen. Das war der Beginn der Waldstadt Gridania, in der die Juan und Allison in friedlicher Eintracht lebten. Wir haben uns würdig erwiesen, würdig des Vertrauens der Gebieter. Stets mit Respekt vor dem Wald säten wir die Samen der Zivilisation und bald bereicherten auch andere Völker unsere Gemeinschaft. Die Göttin Nofika segnete uns mit reichen Gaben und Gridania blühte und gedieh. Siehst du die Flagge von Gridania hinter der Saatseherin? Die beiden verwundenen Schlangen sind Symbole für die Juran und die Eleseen. Wir strebten nach heiligem Frieden, doch er währte nur allzu kurz. Eine finstere Macht kam, um Eosea zu erobern, die Garlear. Nofika weiß, wir verachten die Gewalt, doch würden wir unseren Wald fremder Willkür überlassen? Dieser Preis wäre zu hoch. Wir hatten uns selbst und unsere Heimat zu schützen. Und nur die Bruderschaft der Morgenviper konnte die Gefahr bannen, die drohend über uns schwebte. Doch nicht allein. Wir mussten ihr mit vereinten Kräften begegnen. Die drei Stadtstaaten schlossen sich zusammen zur Eoseischen Allianz. Und wir waren auf dem richtigen Weg, doch dann kam das Unglück auf dem Feld von Cartenau. Ein Kampf, der alle Vorstellungen überstieg und unzählige Opfer forderte. Auch ich trage große Verantwortung dafür, da ich der Bruderschaft vorstehe. Noch heute, 5 Jahre danach, sind die Wunden des Waldes nicht geheilt. Ich weiß, wie klar euch das Unglück noch vor Augen steht, jedem von euch. Es hinterließ Spuren in unseren Seelen, die sich nicht auslöschen lassen. Der Schmerz ob all dieser Verluste erdrückt einem manchmal schier das Herz. Daher all die Wilderer, die Wegelagerer, ihnen fehlt die Kraft zur Gerechtigkeit. Auch unsere Fehde mit den Ixal besteht weiter. Sie schädigen den Wald und rauben ihm die Kräfte. Gridania ist in Bedrängnis. Doch denkt daran, niemand hier trauert alleine. Allein sind wir, weil Nofikas Schar uns im Regen stehen lässt. Wenn seine Pflicht erfüllen würde. Auf der Karte Noah Heide ist eine unbeschreibliche Tragödie geschehen. Uns bleibt nur, der Helden zu gedenken, mit Respekt und tiefer Dankbarkeit. Gedenken, obwohl sich keiner an sie erinnert? Aber wir müssen auch nach vorne blicken, denn wir haben noch einen langen, schweren Kampf vor uns. Noch ist es zu früh. Alleine sind wir zu schwach. Ja, wir sehen die Galear-Festungen errichten. Wir sehen es. Aber wir müssen uns gedulden. Denn machtlos sind wir nicht mehr lange. Lasst uns erneut zusammentreten unter der Flagge der Bruderschaft. 5 Jahre, Brüder und Schwestern, 5 Jahre sind vergangen,
Es ist an der Zeit. Duldsamkeit ist eine Tugend. Doch diesmal wäre sie unser Untergang. Erheben wir uns und machen der Bedrohung ein Ende. Gelitten haben wir genug. Nun trägt uns der Wind der Erneuerung. Auf in ein hoffnungsfrohes Morgen unter der Flagge der Bruderschaft. Denn dies ist der Wille der Gebieter, der Wille des Waldes, dessen Kinder wir sind. Für Reinheit, Gelassenheit und heiligen Frieden. Meine Saatseherin. Gelobt seien die Gebieter! Wir müssen ja schützen, was ohne uns den gehört. Wald sind wir nichts. So sehen wir uns wieder. Die standen ja nur schon neben mir und haben schon mit mir gesprochen. Cridania wird von zwei wilden Stämmen bedroht. Zum einen von den Ixal, die ihre Göttin Garuda um Hilfe anflehen, und zum anderen von den Sylphen. Sie sind Cridania zwar nicht grundsätzlich feindlich gesinnt, aber ihr Verhalten zu uns hat sich zunehmend verschlechtert. Zu uns? Ach, die kommen aus Cridania? Und es gibt Gerüchte, dass sie ihren Prima E Ramu beschwören wollen. Cridania ist ein friedliebender Staat. Deshalb hat man mit den Sylphen Verhandlungen geführt und ein Bündnis geschlossen. Den Ixal stellt man sich entgegen, aber man geht nicht zum Gegenangriff über. Das Hauptaugenmerk der Cridania liegt darauf, den Wald zu stärken und Eindringlinge fernzuhalten. Solange in ihrem Waldbereich Frieden herrscht, interessiert es sie nicht, was außerhalb passiert. Allerdings bleibt Frieden auf absehbare Zeit ein Wunschtraum. Die Ixal sind ein äußerst aggressiver Stamm und Garuda ist selbst für eine Prima-E besonders aufbrausend und zerstörungswütig. Die Bruderschaft der Morgenviper muss sich auf einen zähen Kampf vorbereiten, ob sie will oder nicht. In dieser Situation sind fähige Leute wie du natürlich heiß begehrt. Die Bruderschaft der Morgenviper wird dich mit offenen Armen empfangen, wenn du dich für sie entscheidest. Kannst du mich hören? Ich bin's, Minfilia. Hast du alle Reden gehört? Es ist ja schon einige Zeit vergangen, seit du aufgebrochen bist. Wenn die Gedenkfeiern vorbei sind, dann komm doch bitte zurück zum Sonnenwind. Die Offiziere der staatlichen Gesellschaften warten hier auf dich. Okay, dann werde ich mich mal aufmachen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich aus mindestens drei verschiedenen Gründen definitiv entschlossen. Ihr könnt es wahrscheinlich schon ahnen, aber ich werde es euch erst mitteilen, wenn ich wieder bei der Morgenröte bin. Ja, ich werde jetzt mal dorthin aufbrechen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, ihr Lieben, es ist jetzt Zeit, meine Entscheidung mitzuteilen. Willkommen zurück. Wir haben dir die Reden gefallen. Alle Stadtstaaten stehen ohne Zweifel großen Problemen gegenüber, aber ich bin überzeugt davon, dass du zu ihrer Lösung beitragen kannst. Die Frage ist nur, welchen Stadtstaat du deine Dienste anbieten möchtest. Die Wahl liegt alleine bei dir. Ruh dich aber erst einmal aus und erhole dich von der langen Reise. Überleg dir gut, welcher staatlichen Gesellschaft du beitreten möchtest und melde dich dann bei den zuständigen Offizieren.
Tja, liebe Schwester, für welche staatliche Gesellschaft wird sie sich wohl entscheiden? In jedem Fall nimmt alles seinen Lauf. Alfino, mir gefällt das Ganze nicht. Was stört dich daran, Alize? Du hast sie doch gehört. Die Stadtstaaten sind nur mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Das große Ganze interessiert sie nicht und die siebte Katastrophe liegt für sie in weiter Ferne. Damit hast du nicht ganz Unrecht. Die Vertreter der drei Stadtstaaten haben kein Wort über die Krieger des Lichts verloren. Als hätten sie vergessen, wer Eorzea von der totalen Zerstörung bewahrt hat. Aber das ist nicht der Fall, Alize. Die Stadtstaaten wollen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Die Katastrophe hat in Eorzea tiefe Wunden gerissen, aber die Staaten sind bereits auf dem Weg in die Zukunft. Die wilden Stämme, die Primae, es gibt noch unzählige Gefahren. Aber die staatlichen Gesellschaften und der Bund der Morgenröte sind der Schlüssel zu all diesen Problemen. Alize, um Frieden zu finden, müssen wir die siebte Katastrophe hinter uns lassen und einen Neuanfang wagen. Aber dann vergessen wir, wofür sich Großvater geopfert hat. Ich lasse nicht zu, dass die Geschichte einfach umgedeutet wird. Ich werde für die Zukunft Eorzeas kämpfen, aber auf meine Weise. Schwesterherz, wir beide haben doch das gleiche Ziel. Auch wenn wir unterschiedliche Wege gehen, ziehen wir hoffentlich an einem Strang. Das wird sich zeigen. Junge Dame! So wartet doch! Als Bruder und Schwester müssen wir zusammenhalten, was auch immer das Schicksal für uns bereithält. Wir brauchen nicht nur einen Schlüssel, um die Türen vor uns zu öffnen, sondern auch dazu, mit einer Vergangenheit abzuschließen, die lieber vergessen bleibt. Ja, es wird immer geheimnisvoller hier und ich werde jetzt auch sofort mitteilen, für wen ich mich entschieden habe. Ich möchte allerdings kurz dazu sagen, ich finde es blöd, weil ich hätte nämlich das große Ganze gesehen. Ich hätte mich für niemanden entschieden und ich hätte quasi jeden meine Dienste angeboten. Problematisch würde es allerdings dann werden, wenn alle gleichzeitig angegriffen würden. Das wäre in der Tat scheiße. Ich hoffe immer noch, dass es wirklich so ist, wie die das jetzt angedeutet haben, dass vielleicht alle drei Staaten sich zusammentun können mit dem Bund der Morgenröte und gegen das große Übermächtige kämpfen, wie auch immer. Ich habe mich aus den folgenden Gründen entschlossen, dem Staat beizutreten, den ich jetzt auswählen werde. Und zwar erstens, die Farbe spiele ich seit kurz nachdem ich eingetreten bin bei Teso. Seitdem habe ich nur diese Allianz gehabt. Nicht, weil ich diese Allianz besonders toll finde, sondern weil das die einzige Farbe war, die mir gefallen hat. Die anderen war übrigens rot und blau. Ich glaube, das war jetzt hier genauso. Zweitens, weil ich die Umgebung des Staates unheimlich geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wobei ich dazu sagen muss, bei Limsaluminsa, also dieses Hafengebiet, finde ich optisch auch sehr, sehr toll. Und drittens, weil es nun mal quasi die Heimat meiner selbst ist, also die Heimat der Magie, die Heimat der Natur und so weiter. Deswegen, und ihr habt es sicher schon alle vorher kommen sehen, werde ich jetzt zu diesem Bruderschaftsoffizier gehen von Cridania. Ah, schön dich zu sehen. Hast du dich entschieden, der Bruderschaft der Morgenviper beizutreten? Ja, Cridania. Oh, welch eine Freude. Ich fühle mich geehrt, dich als Erster in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Und ich bin mir sicher, die ehrwürdige Khan Esena wird sich ebenfalls hoch erfreut sein. Jetzt musst du nur noch die Aufnahmeformalitäten erledigen. Reise dafür nach Cridania in unser Hauptquartier, das Abaton der Bruderschaft.
Das Abaton liegt in Neukridania, mitten in der Stadt westlich des Etheriten. Melde dich dort beim Personaloffizier. Junge Leute wie du sind der Stolz und die Zukunft der Bruderschaft. Ja, vielen, vielen Dank für diese Worte und für diese Erklärung. Für alle, die sich jetzt gehofft oder gewünscht haben, dass ich woanders reingehe, es tut mir wirklich leid, aber wenn ihr das Spiel selber spielt, habt ihr selber die Gelegenheit, jemand anderen zu wählen. Und es würde mich im Herzen freuen, wenn ihr einen anderen Staat wählen würdet, dann wüsste ich nämlich, dass er auch in guten Händen ist. Ja, ich muss mich leider erstmal fürs heutige Video verabschieden. Im nächsten Video werden wir noch nicht ganz weitermachen mit der Hauptgeschichte. Das werde ich dann danach machen, sondern wir werden uns erstmal um die Quest Schön ist nicht schön genug und die vergessene Agenda kümmern, bevor wir jetzt hier ja mit der großen Hauptgeschichte, sage ich mal, weitermachen. Und eventuell werde ich vorher auch nochmal kurz bei der Hauptquest vorbeischauen, die hier in Ulda ist, weil da habe ich mich auch noch ein oder zwei Leute gesehen, wo ich auf jeden Fall vorher noch eben weitermachen müsste, bevor ich jetzt hier groß rumreise. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.